Moin, ich habe mir vor 2 Jahren hier diesen geilen Hubtisch gebaut. Der hat sich mega bewährt und genau aus dem Grund möchte ich euch heute mal zeigen, wie ich den gebaut habe. Ich zeige euch gleich mal so ein bisschen, was das eigentlich für ein Teil ist und ja, was für Material ich verwendet habe und auch mit welchen Werkzeugen ich den hier zusammengebaut habe. Die Werkzeuge, die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal gucken, ob das ein oder andere Teil auch für euch was ist. Ja, aber jetzt wollen wir mal starten und los geht's. Ja, grundsätzlich ist das hier so ein altes Pflegebett. Und das Geile an den Dingern ist, dass sie halt wirklich robust sind und dass man die bei eBay Kleinanzeigen auch günstig schießen kann. Ich habe für das ganze Teil 80 Euro bezahlt. Und ja, ist jetzt, ne, nicht mehr das schickste Ding, das macht aber nichts. Hier für meinen Gebrauch reicht das völlig aus. Ja, praktisch ist natürlich auch, dass das Teil hier höhenverstellbar ist. Natürlich ganz easy hier über das Fußpedal. Geht's abwärts. Und genauso natürlich auch wieder in die andere Richtung. Das ist echt hilfreich, wenn man zum Beispiel Korpusse zusammenbaut. Ich habe hier meine ganzen Schränke auf dem Tisch zusammengeschraubt. Und manchmal muss man so quasi so reingreifen und auf der Innenseite irgendwie was festmachen. Und dann ist natürlich echt geil, wenn man hier den ganzen Tisch einfach runterlässt und dann kommt man halt direkt ran, ohne dass man den Schrank zum Beispiel runterheben muss. Ich habe damals die Liegefläche von dem Tischgestell einfach abgeflext. Ich zeige euch das mal eben hier. Überall da, wo was im Weg war, habe ich das im Prinzip einfach weggeflext oder mit der Tigersäge abgesägt, sodass eigentlich nur noch hier rechts und links diese beiden Träger übrig geblieben sind. Und an den Trägern bzw. auf den Trägern habe ich mir quasi diese Tischzarge umzugebaut und ja, von oben drauf die Leimholzplatte. Und das war es im Prinzip schon. Also eigentlich keine große Raketenwissenschaft. Die Arbeitsplatte, die habe ich mir damals im Baumarkt gekauft. Das ist tatsächlich eine Küchenarbeitsplatte gewesen, die ich einfach von Länge gesägt habe in zwei gleich lange Stücke und hier in der Mitte zusammengeleimt habe wieder. Also, ne, ich habe hier schön die Kante besäumt und habe dann Lamellos reingefräst und von der Unterseite Arbeitsplattenverbinder eingearbeitet. Ich zeige euch nochmal die Werkzeuge, mit denen ich das Teil hier gebaut habe. Also los geht's hier mit einer ganz normalen Flex. Damit habe ich das Bettgestell abgetrennt und ich nehme für so Metallschneiderarbeiten eigentlich immer ganz gerne so ein Edelstahl-Trennblatt. Das funktioniert mega gut, weil das wirklich butterweich durch das Metall schneidet und viel geiler als diese normalen Metallblätter. Genau, überall da, wo ich mit der Flex nicht so richtig dran gekommen bin, habe ich meine Tigersäge verwendet mit einem ganz normalen Eisenblatt. Ja, was habe ich hier noch? Dann natürlich die Handkreissäge zum Auftrennen der Tischplatte hier mit einer Schneidschiene. Ja, für die Lamellos habe ich mit der Oberfräse hier mit so einem Nutfräser einmal lang durch auf der oberen und auf der Unterseite einen Schlitz gemacht. Lamellos kennt ihr, das sind hier, diese Dinger, nennt sich glaube ich auch Flachdübel. Ja, was braucht man noch? Ich habe hier so Oberfrässätze für die Nuten, für die Arbeitsplattenverbinder. Kann man immer gebrauchen, sowas. Oberfräse natürlich. Hilft natürlich auch. Und zu guter Letzt auch für die Arbeitsplattenverbinder habe ich hier so einen Forstnerbohrer mit einem tiefen Anschlag. Den habe ich mir mal gekauft für Topfbänder in den Türen. Und der funktioniert natürlich auch für alle anderen großen Löcher. Also ziemlich geiles Teil übrigens. Das war mein mobiler Arbeitstisch. Und ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann hol das gerne jetzt nach. Und ich würde mich super freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und ja, bedanke mich jetzt schon. Also, bis dann, mach's gut.